Herzlich willkommen bei den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian und unserem Let's Play zu Circadiana, erstes Licht. Genau, das Wort ist mir nämlich zu schwer, deshalb muss Michaela Ach das immer so, sagen. So, ist klar. Und wir haben das Spiel hier schon mal wie gehabt für zwei Personen aufgebaut. Wir haben schon jeder einen Charakter uns gezupft. Ich habe die sogenannte Naira Sol. Die kann nämlich alle Algenkosten von Garagen ignorieren. Ach, die hast du jetzt. Das ist eigentlich schön, so die Lieblingscharakterfrau, die eigentlich Michaela sonst Ja, wenn ich so ich sie dann kriege aus den ganzen Charaktertableaus. Und ich habe hier Sable oder Sable Lesedi. Du kannst deine Erntemaschine am Ende der Erntephase auf ein benachbartes Feld bewegen. Oh, die habe ich auch schon. Das ist nett. Auch schon das Kartendrafting schon gemacht, damit das nicht zu lange in der Aufnahme nachher wird. Man bekommt ja am Anfang 4 Gegenstandskarten auf die Hand jeder. Und dann werden die so lange hin und her gedraftet, bis nachher jeder 3 Karten hat. Und die letzten beiden Karten werden einfach wieder unter den Gegenstandskartenstapel drunter geschoben. So, wir haben schon jeder unsere Rohstoffe, das heißt, wir haben schon jeder 10 Wasser, wir haben 2 Algen, wir haben 2 Energie, wir haben unsere 3 Würfel und dann müssen wir hier als erstes erstmal das erste Ereignis einmal aufdecken und das kannst du ja da vielleicht mal bei dir machen. Das geht los. Es ist wieder ein grünes, das heißt, etwas Gutes. Gegenstandskarten können als 4 Wasser oder 2 Algen gezahlt werden. Das heißt, man kann die eintauschen, falls man es denn nötig hat. So, okay, dann würfeln wir doch mal unsere Würfel. Und dann geht's los, dass wir die Würfel verdeckt hinter unseren Sichtschirm platzieren können. Ich muss zwischendurch mal ein bisschen hier rucken, weil ich sehe diese 3 Ortstableaus leider gar nicht, weil mein Sichtschirm so hoch ist, dass ich von da, wo ich sitze, die 3 Tableaus leider nicht sehen kann. Gut, dann haben wir unsere Würfel platziert auf unseren Forschungslabors. Dann werden die Sichtschirme gleichzeitig entfernt. Ich lege meinen mal hier zur Seite. Ich bin Startspieler. Hätten wir jetzt hier Würfel im Hauptquartier, würden erstmal die ausgeführt werden. Die gibt es ja in der ersten Runde noch nicht. Von daher fange ich jetzt an. Ich habe hier eine 1 liegen und mein erstes Schiff ist schon aufgewählt. Das heißt, ich kann den Würfel noch um einen erhöhen oder um einen senken. Ich mache den mal auf eine 2 und die möchte ich ganz gerne hier einsetzen in der Steuerzentrale. Das heißt, ich möchte ganz gerne mein Schiff bewegen. Dafür zahle ich mal teure 2, 4, also mein ganzes Wasser, was ich habe. Mehr habe ich ja gar nicht. Ich habe ja nur 10 Wasser am Anfang und die muss ich auch gleich loswerden. Hier mal rein und dann darf ich mein Schiff jetzt einmal nach rechts bewegen. Mein Sammler meine ich, mein Schiff, Entschuldigung, mein Erntesammler. Und dann bekomme ich natürlich gleich den Ertrag, der auf dem Feld drauf ist. Also nur die 3 Wasser, die drauf liegen. Das Weitere bekomme ich dann hier erst in der Ertragsphase. Gut, das war mein erster Würfel und Christian ist dran. Ich muss jetzt vor allem wieder umstellen. Die letzten beiden Spiele hatte ich nämlich auch den Charakter, den du hast. Das heißt, ich muss dann mal hier oben nicht diese Eigenkosten bezahlen für die Würfel. Da muss ich jetzt echt tunlichst drauf aufpassen, dann bin ich nämlich dran gewöhnt. Ja, ich gebe wahrscheinlich aus Versehen dann irgendwelche Algen ab. Aber beim ersten muss ich das ja eh nicht. Ich mache auch die Funktion, ich erhöhe den um 1, dann ist es eine 3. Ich setze ihn hier an, baue mir also ein Schiff. Ich wollte da meine 4 einsetzen. Und hier ist nur ein Würfeleinsatzfeld. Genau, 3 heißt, ich kann jetzt hier von dem mittleren Haufen 1 nehmen, sprich das oberste, das mache ich auch. Hat den netten Effekt, dass ich dann bei diesem Slot im Prinzip immer 5 Wasser nicht zahlen muss. Und das zieht jetzt gleich schon bei meiner nächsten Aktion. Bezahlen muss ich das natürlich auch noch und ich zahle das jetzt mal mit 2. Das heißt, das jetzt mal mit 2 Blitzen. 2 Energie, zack, und als nächstes ist Michaela wieder dran. Ja, okay, da du mir jetzt ja das geklaut hast, was ich machen wollte, so mal auf Deutsch gesprochen, und ich das nicht mehr machen kann, werde ich jetzt mal mit meinem Würfel, eine Karte kann ich auch noch nicht bauen, da fehlt mir jetzt eine Alge für, die ich jetzt ja neuerdings zahlen muss. Ich werde jetzt meinen Würfel hier mal im Hauptquartier einsetzen und bekomme dafür entweder 2 Gegenstandskarten oder 5 Wasser. Und ich nehme mir jetzt einfach dafür mal 5 Wasser als Ertrag. Und du bist dran. Gut, ich setze die 5 hier ein. Ich muss normalerweise 10 bezahlen. Da ich das jetzt mit diesem Raumschiff mache, das ich mir gerade besorgt habe, muss ich nur noch 5 Wasser bezahlen. 2, 3, 4, 5. Und da ich die 5 genommen habe, kann ich jetzt meinen Sammler einmal Richtung Westen bewegen. So, ich habe jetzt keine weiteren Würfel in der Garage liegen, von daher bin ich schon fertig mit der Aktionsphase. Ich kann nichts mehr machen. Dann nehme ich jetzt meine 1, packe die da oben ins Hauptquartier. Ja, das war eigentlich von Anfang an der Plan, aber ich wollte auf die erste Stelle, damit ich das da hätte drehen können. Ich hätte gern 2 neue Gegenstände. 2 neue Gegenstandskarten. Gut, dann sind wir beide mit der Aktionsphase durch, dann nehme ich keine Würfel mehr, dann kommt jetzt die Ertragsphase. Meine Farmen liefern jetzt hier noch was. Christian hat ja keine Würfel auf seinen Farmen liegen, ich aber schon. Ich kann mir jetzt entweder aussuchen, wo ich Wasser oder Algen nehme und zwar habe ich hier einen 5er Würfel drauf liegen.
Und da kann ich mir entweder 7 Wasser oder 3 Algen nehmen. Und ich werde mir mal 3 Algen nehmen, weil ich ja die Kosten oben neuerdings bezahlen muss. Dafür ist der Würfel auch schon erledigt. Und ich bekomme hier noch vom Planeten den Ertrag 6 Wasser. Jo, ich habe hier gar keinen Ertrag, ich kriege nur den vom Planeten. Das ist dann bei mir einmal ein Würfel und einmal 2 Algen. Ein Würfel und 2 Algen. Okay. Gut, dann kommt schon die Ruhephase. Das heißt, wir nehmen Würfel von den Spieltableaus zurück, soweit wir es dürfen. Von dem Verhandlungstableau und hier von diesem Tableau werden sie nie zurückgenommen, denn die Hauptquartierwürfel, die hier eingesetzt wurden, die werden jetzt ja gleich zu Beginn der nächsten Runde dann ausgeführt und die im Lager und die auf dem Verhandlungstableau, die bleiben bis zum Spielende dort liegen. Gut, dann kriegen wir wieder unsere Sichtschirme. Startspieler wechselt. Genau, ein neues Ereignis. Neues Ereignis kommt. Wir gucken mal, was da jetzt kommt. Ein grünes, der sogenannte klare Himmel. Alle Algenkosten von Garagen werden ignoriert. Oh. Lyra erhält 3 Algen. Das bin ja ich. Das bist du. Das ist aber schön. Dann müssen wir diese Runde keine Algenkosten beachten. Das ist ja, doch schon mal super. Ganz toll. Das ist eine super Sache. Wie, habe ich jetzt nur noch 2 Würfel? Ich habe nicht aufgepasst. Ne? Ach, ich habe da ja einen. Stimmt. So, dann sind die Würfel. Gut, dann haben wir unsere Würfel schon wieder platziert. Und ich habe gerade gesehen, dass ich hier meine Charakterfähigkeit vergessen habe. Hier kann ich ja am Ende der Erntephase dann die Erntemaschine nochmal versetzen. Und das hätte ich dann natürlich getan. Natürlich. Das hat ja natürlich jetzt auf die Ernte der letzten Runde für das Feld vom Planeten keine Auswirkung, weil man das ja erst am Ende der Erntephase machen kann. Von daher hätten wir ja schon geerntet vom Planeten und auch von den Farmen. Ich hätte nur meine Erntemaschine noch ein Feld weiter bewegen dürfen, was ich dann hiermit noch tue. Gut, dann kommen die Sichtschirme wieder weg. So, dann kommt jetzt das Hauptquartier als erstes. Obwohl Christian Startspieler bin, darf ich den ersten Würfel setzen und jetzt gehe ich mal hier rein. Ja, und ich hole mir mal auch ein Fahrzeug zum Aufwerten. Bringt mir in dieser Runde nicht so viel, weil wir ja die Algenkosten oben ignorieren dürfen. Bei diesem Fahrzeug ist nämlich so, immer wenn ich hier den Würfel einsetze, kann ich die Algenkosten hier künftig, also die eine Alge künftig, ignorieren. Ich würde es gerne auch schon irgendwo hier hinlegen, wo es teurer wird mit den Algen. Das darf ich aber nicht. Ich muss es immer linksbündig auf den nächsten freien Platz anlegen. So, jetzt muss ich dafür noch 10 Wasser oder 2 Energie bezahlen. Ich zahle dafür jetzt mal 2 Energie. Und damit bin ich fertig mit meinem ersten Würfel. Jetzt kommt Christian. Genau, das ist die 1. Und ich nehme den hier reduziert im 1. Das darf ich ja wieder. Und beide zusammen marschieren hier rein. Und ich hole mir dann entsprechend einmal eine Farm. Die kostet mich dann 3 Algen. Nicht, dass ich das ursprünglich auch wieder vorhatte. Das sah stark danach aus, wenn ich das so sehe bei dir. Ja, ja. So, ich werde jetzt mal diesen Würfel hier nehmen. Den drehe ich mal auf eine 2. Das heißt, ich erhöhe den nochmal ein. Ich habe ja hier dieses aufgewertete Schiff. Setze den hier rein. Muss dafür wieder 10 Wasser bezahlen. So, und dann kann ich jetzt hier meine Erntemaschine noch wieder um ein Feld weiter nach rechts bewegen. Bekomme sofort den Ertrag, der auf dem Feld noch drauf liegt, sag ich jetzt mal so, den Edelstein. Und das war dann mein nächster Zug. Ich habe hier oben nichts mehr, von daher bin ich schon raus aus der Runde. Okay, dann kann ich noch meinen letzten Würfel einsetzen. Ich setze meinen letzten Würfel hier in der Akademie ein. Das ist das Feld, wo die 1, 2 oder 3 einsatzbar ist an Würfelzahl. Und kann jetzt 4 Wasser zahlen für einen Würfel, den ich mir neu nehmen darf. Oder 10 Wasser für 2 Würfel. 10 Wasser habe ich nicht mehr, von daher gebe ich 4 Wasser ab und darf mir dann einen neuen Würfel. Jetzt hätte ich fast 2 neue Würfel. Ich hätte es für euch bemerkt. Gut, Aktionsphase ist durch. Jetzt kommt die Ertragsphase. Die Erntephase, genau. Erntephase. Bei den Sammlern ist es so, ich kriege bitte einen Würfel und 2 Algen. Und 2 Algen. Und ich bekomme für mein Erntefahrzeug bekomme ich einmal 20 Wasser. 20 Wasser und Farmen habe ich hier keine, die was produzieren bei mir. Bei mir ist schon besser. Ich kriege einmal bei dem hier, nehme ich die 5 und ich nehme Algen. Das heißt, ich kriege einmal 3 Algen bitte. Dann kriege ich bei dieser Farm 5 bei der Energie. Das heißt 2 Energie und hier kriege ich jedes Mal 3 Wasser. Das heißt also 3 Algen, 2 Energie und 3 Wasser. Jo, dann kommt die Leute wieder zurück. Genau, kommt schon die Ruhephase. Das heißt, wir holen unsere Würfel zurück und jetzt muss man natürlich gucken. Christian hat schon 5 Würfel, mehr Würfel darf er auch nicht. Maximum 5 Würfel und 8 Gegenstandskarten, aber die haben wir noch nicht. So, dann kommt das nächste neue Ereignis. Ja, willst du noch deinen Sammler bewegen? Ah ja, danke, dass du mich darauf hinweist. Ich darf ja meinen Sammler noch, natürlich möchte ich den bewegen. Ich schiebe ihn hier ein Feld höher, das heißt, ich bekomme wieder den Edelstein, der da drauf liegt.
Und in der nächsten Runde, so ich dann da stehen bleibe, würde ich dann den Ertrag bekommen. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Gerne, ich hätte das schon wieder vergessen. Ereignis Neuland, das Einsetzen von Würfeln im Bergarbeiterlager bringt einen zusätzlichen Edelstein. Ah, das heißt, hier bekommen wir jetzt mal einen Edelstein mehr. Mhm. Okay, ist auch nicht schlecht zu wissen. So, dann würfeln wir wieder neu. Gut, dann haben wir alle Würfel gesetzt. Startspieler müssen wir noch wechseln. Ich bin wieder Startspieler. Die Sichtschirme kommen wieder gleichzeitig weg. Und dann bin ich ja diesmal Startspieler. Ich möchte ganz gerne, ja. Ich habe hier zwei gleiche Würfel. Nee, ich muss hier keine Eigenkosten bezahlen, weil ich hier ein aufgewertetes Fahrzeug habe, was besagt, ich kann die Eigenkosten hier oben ignorieren. Genau, ich habe es geschafft. Yeah. Und ich nehme mir jetzt mal diese aufgewertete Farm hier. Und dafür muss ich jetzt nochmal was bezahlen. Und dafür bezahle ich jetzt nochmal 10 Wasser. Gut, das war meine erste Aktion. Ich gehe einmal hier in das Bergarbeiterlager. Da ist es jetzt so, mal was muss man hier, 6 ist x minus 4, das heißt, ich muss 2 Wasser bezahlen, um den Ertrag von einem Edelstein zu haben. Und durch das aktuelle Ereignis, das wir haben, kriege ich jetzt 2 Edelsteine. Das ist aber ungünstig, da wollte ich eigentlich auch ganz gerne rein. Ah. Mhm. Das heißt, das ich muss teureren jetzt nehmen, genau. Ja, alles richtig gemacht. Ja, da du es eh schon teurer gemacht hast, gehe ich mal ganz hier hinten hin. Das heißt, ich muss noch 10 Wasser bezahlen und bekomme dann 3 Edelsteine. Dann gehen wir doch voll aufs Teure, wenn ich eh mehr bezahlen muss. So, und dann bekomme ich 3 Edelsteine dafür. Gut, dann machen wir weiter. Ich bin dran. Ich gehe einmal hier rein. Das heißt, ich bewege meinen Sammler wieder einen nach rechts. Der landet dann hier. Würde normalerweise 10 Wasser kosten, aber durch das Raumschiff, das ich hier habe, reduziert sich das um 5. Das heißt, ich muss nur 5 bezahlen. So, du kannst ja nichts mehr machen. Dann mache ich einfach mal weiter. Ich gehe einmal da oben rein. Ins Hauptquartier bitte. Mhm. Genau. Und ich nehme mir einmal bitte 5 Wasser. Schön. Ich gehe dann mit der 2 einmal dahin auf das Verhandlungstableau. Das heißt, ich muss 9 abgeben. 3, 6, 9. Mhm. Bekomme dann am Spielende entsprechend 5 Siegpunkte. Dann kann ich mir jetzt hier aus der Fortschrittsleiste die 2 nehmen und die setze ich da auf den Sammler bitte einmal ein. Genau. Dann rutsche ich hier einmal rüber, kriege da den Ertrag und dann nutze ich nochmal die Sonderfunktion von den Lyan, also sprich von dem Clan, der dort ist. Das heißt, ich darf 3-mal tauschen im Markt, ohne dass ich irgendetwas einsetze. Gebe mal 2 ab, 2 Energie und kriege dafür dann einen Edelstein. Dankeschön. Gut, dann haben wir schon beide bei den Garagen alle eingesetzt. Das heißt, die Aktionsphase ist zu Ende. Dann kommen wir jetzt wieder zur eigentlichen Erntephase. Ich bekomme hier vom Planeten bekomme ich einmal ein Energie und 15 Wasser. So, ein Energie und 15 Wasser. Du bekommst vom Planeten? 3 Energie und 6 Algen. 3 Energie und 6 Algen für dich. Und dann bei mir produziert hier noch einmal diese Farm. Der kann ich mir wieder aussuchen, Wasser oder Algen. Da bei der 2 das produziert wird, nehme ich mir Wasser, da bekomme ich ein bisschen mehr. Dann nehme ich 4 Wasser. Einmal 4 Wasser für mich und diese Farm produziert immer, ohne dass ich einen Würfel einsetze, 2 Algen. Noch einmal 2 Algen dazu. Ich habe hier einmal die 4, ich nutze die Algen, das heißt, ich kriege einmal bitte 3 Algen. Einmal 3 Algen für dich. Und dann produziert der hier immer 3 Wasser. 3 Wasser nochmal. Gut, dann kommt schnell die Ruhephase, das heißt, wir räumen unsere Würfel wieder ab, sofern wir sie denn abräumen dürfen. Hoppla, der im Hauptquartier bleibt hier liegen. Sichtschirme werden wieder vorgestellt. Startspieler wechselt. Christian ist wieder Startspieler. Bevor du das aufdeckst, möchtest du deinen Wagen dann noch... Ach Mensch, das vergesse ich doch jedes Mal. Danke, ich verschiebe den nochmal dahin. Ich glaube, das werde ich nicht mehr, weil die hast du sonst gehabt. Ich habe sonst immer die mit den Algen gehabt. Das kann ich mir nicht merken. Tja. So, nächstes Ereignis. Gegenstandskarten können abgeworfen werden, um Würfelwerte beliebig zu ändern. Eine Karte je Würfel. Das ist natürlich auch eine ganz nette Geschichte. Mhm. Gut, dann würfeln wir mal wieder. Gut, Würfel sind wieder eingesetzt. Ui, du hast so richtig zugeschlagen. Ja, so ein bisschen. Hauptquartier? Ja. Wechsel ich in eine 6. Und ja, als erstes, genau, weil Christian auf dem ersten Feld steht, darf er den auf die gegenüberliegende Seite legen. Dann einmal auf die Edelsteingeschichte, auf die 4er. Mhm. Und gebe dafür dann 4 Edelsteine ab. Ups, mhm. Nicht nur 3, sondern 4. Dann kann ich wieder Fortschrittsleiste machen. Ich bin ja der Erste, der drin ist. Das heißt, ich kann da den Fortschrittsmarker von der 6 nehmen. Und ich stecke den auf die Farm, also ganz vorne. Mhm. Und ich nehme mir dann...
Und dann nutze ich natürlich auch die Funktion des Clans. Das heißt, ich darf jetzt heimlich mal unter zwei von den Edelsteinlagern reinduschern. Was die dann so siegpunktmäßig dann bringen. Das ist der eine. Ich dachte, du sagst, das sind die 6 Punkte. Ja, genau. Das sind die 20 Punkte? Nee, 20 gibt es da nicht. Das weiß ich. Ich kenne die Punkte da schon. Aha. Das höchste ist, meine ich, 8. Also von daher kannst du mir nichts mit 20 Punkten unterjubeln wollen. Das glaube ich dir dann nicht ganz so. Und das sind dann die 30 Punkte. Was sind denn die 30? Wird ja mal mehr, okay. So, das war ja Hauptquartier und dann kommt die ganz normale reguläre Geschichte. Ich bin Startspieler, legt bei mir wieder los. Dann fange ich mal an. Die 4 bitte einmal oben ins Lager. Und zwar da, wo es Würfel gibt. Nee, ein tiefer bitte. Achso, ein tiefer, okay. Genau, also Würfel als Belohnung. Das heißt, ich baue jetzt einen Gegenstand. Und ich baue als ersten Gegenstand, mache ich die Geschichte hier, das ist der Kraftstoffveredler, da muss ich jetzt 2 Wasser für abgeben, eine Alge und ein Energie. Und das hat den Effekt, dieses Mal, wenn ich hier in die Steuerzentrale reingehe, muss ich 1 Energie weniger zahlen. Also normalerweise muss man ja 2 bezahlen, da müsste ich jetzt nur noch 1 bezahlen. Und dann kriege ich als Ertrag eben einen Würfel. Genau. Das sieht man da ganz rechts. Mhm. Gut, und jetzt kommst du. Aktion. Ich mache als erstes, gehe in den Markt. Ich möchte ganz gerne tauschen. Ich könnte jetzt bis zu 4-mal diese Tauschoptionen, die hier abgebildet sind, ausführen. Ich möchte aber nur 3-mal tauschen. Ich gebe insgesamt 9 Wasser ab und hole mir für diese 9 Wasser, hole ich mir jetzt insgesamt 3 Blitze. So, 3 Blitze und das war's dann schon wieder. Ich nehme die 5, gehe hier rein. Kostet normalerweise 10. Ich habe jetzt hier wieder dieses Raumschiff mit der Reduzierung um 5. Das heißt, ich muss dafür dann nochmal 5 Wasser bezahlen und nehme mir die 5, das ist das ja. Gut, dann bin ich ja schon wieder dran. Ich weiß nicht, ob ich in der letzten Runde vergessen habe, für dieses eine hier 2 Algen zu bezahlen. Sei es drum, vielleicht habe ich es vergessen, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall für dieses muss ich jetzt keine Algen bezahlen, weil dieses Schiff mir erlaubt, das kostenfrei einzusetzen. Und ich möchte jetzt hier oben auch, ich möchte nämlich auch eine Karte bauen. Ich gehe hier in die oberste Reihe. Und zwar möchte ich diese Gegenstandskarte hier bauen. Das sind die Wasserkartuschen. Und die kosten mich einmal 2 Wasser, die kosten mich 2 Algen und die kosten mich 2 Energie. Obela, ne, hier geblieben. So, dann bin ich ja in der obersten Reihe. Da darf ich dann als Belohnung meine Erntemaschine noch wieder ein Feld weiter bewegen. Das mache ich. Und dann nehme ich mir auch wieder den Ertrag, nehme ich mir auch wieder einen Edelstein. Und das war schon wieder meine Aktion und du bist dran. Ich gehe hier in die Steuerzentrale, muss ich ja normalerweise 2 Energie zahlen, dadurch, dass ich jetzt hier den Kraftstoffveredler habe, 1 weniger. Das heißt, ich zahle jetzt noch 1 Energie dafür und bewege meinen Sammler in diese Richtung. So, eigentlich wollte ich jetzt als nächstes meinen 5er-Würfel nehmen und hier reinsetzen, um bei den Jairek oder wie auch immer die heißen mögen, ja, Edelsteine abzuliefern, aber da ich dann in Summe auf 11 kommen würde und ich dann nicht nur einen Fortschritt erleiden würde, sondern auch einen Rückschritt, dann ab einer gewissen Summe, hier ab 8 oder wenn 2 gleiche Würfel bei dem Clan jeweils liegen würde, würde man noch einen Rückschritt erleiden. Das hat Christian mir jetzt ein bisschen verbaut, von daher kann ich das leider nicht machen. Okay, ich werde jetzt meinen Würfel hier in der Steuerzentrale einsetzen. 2, 4, 6, 8. 10 Wasser gebe ich dafür ab. Oder gebe ich Wasser? Nö, ich gebe Blitze dafür ab. Ich gebe dafür 2 Blitze ab. Keine 10 Wasser. Darf jetzt hier meine Erntemaschine wieder ein Feld nach links bewegen. Bekomme die 3 Wasser, die auf dem Feld drauf sind. Und das war meine Aktion. Du hast aber keine Aktion mehr. Von daher kann ich gleich weitermachen mit meinen Aktionen. Entschuldigung, jetzt hätte ich das gerade wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Zug auch vergessen habe. Damit ich den Würfel überhaupt einsetzen durfte, muss ich natürlich erstmal 2 Algen bezahlen. Ich habe mich viel zu sehr an die Charakterkarte gewöhnt. Komisch, dass du den hattest. Von daher muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich das nicht vergesse, hier oben die Kosten zu bezahlen. Ich mache es jetzt mal vorweg. Ich möchte diesen Würfel noch einsetzen, muss dafür also nochmal 2 Algen bezahlen. Die möchte ich jetzt hier einsetzen. Jetzt bleibe ich unter diesen 8. Eine 1 ist hier auch noch nicht. Ich gebe insgesamt 5 Edelsteine ab, 5 Stück. Darf jetzt hier mir auch einen entsprechenden Bonus holen. Ich gehe hier hin und hole mir einen neuen Würfel und darf jetzt auch nochmal, das ist ja die Sonderfähigkeit des Clans, mir 2 beliebige Edelsteinlager heimlich anschauen. Und da ich da oben bin, möchte ich ganz gerne mir einmal dies hier anschauen. Okay. Wo wandere ich denn vielleicht noch hin? Gehe ich vielleicht noch da drüber? Ich gucke mir auch mal das da an. Hattest du dir das auch angeguckt? Ja. Das sind 4. Oh Gott, das ist ja süß. Okay, gut,
Dann habe ich auch meine Aktion alle durch. Du hast deine Aktion alle durch. Dann kommen wir zum Ernten. Ich bekomme jetzt hier 4 Energie und 6 Wasser. Was bekommst du? Ich kriege 4 Energie und 4 Algen. Einmal deine Rohstoffe. Und dann kriege ich nochmal 3 Wasser. Und dann bekommst du nochmal 3 Wasser. Und ich bekomme nochmal 2 Algen über meine Farm, die auch immer produziert. So, dann kommt wieder die Ruhephase. Das heißt, wir sammeln wieder unsere Würfel, sofern wir sie dann zurücknehmen dürfen. Ein. Das sind bei mir diesmal nicht so viele. Ich habe nur noch 3. Ich habe auch nur noch 3. Was Startspielerwechsel. Dann kommt hier schon das nächste Ereignis. Oh, es ist rot. Das ist ein rotes. Missverständnisse. Um Würfel auf dem Verhandlungstableau einzusetzen, muss eine Gegenstandskarte abgeworfen werden. Also das macht die Geschichte dann deutlich teurer. Oh, und ich habe gerade gesehen, entschuldige, ich habe ja meine Wasserkartuschen gerade gebaut. Ich habe, wenn ich jetzt hier auf diesem Verhandlungstableau Würfel einsetze, bekomme ich immer 5 Wasser. Das heißt, ich bekomme nochmal 5 Wasser. So, die 5 Wasser. Man sieht also, man muss an viele Sachen denken. So, und dann habe ich ja auch noch meine Charakterfähigkeit. Ich habe ja schon gesagt, die werde ich bestimmt immer vergessen. Ich darf nämlich hier meinen Sammler am Ende der Erntephase mal noch einen weiterschieben. Das mache ich jetzt nochmal und nehme mir noch den Ertrag von dem Feld, also der jetzt drauf liegt. Gut, dann können wir wieder würfeln. Dann schauen wir mal, wo wir unsere Würfel unterbringen. Okay, Würfel sind platziert. Ich bin Startspieler. Es ist kein Würfel im Hauptquartier, das heißt, ich darf anfangen und ich möchte diesen Würfel ganz gern, das darf ich, um einen höher machen, das heißt auf eine 5, den setze ich hier ein und ich werde mir hier ein neues Schiff holen und dafür muss ich jetzt entweder 10 Wasser oder 2 Energie bezahlen und ich werde dafür 10 Wasser bezahlen. Erhöhen tue ich auch von 2 auf 3, ich gehe ins Lager und zwar in der oberen Reihe. Oberste Reihe, Genau, da baue ich dann ja einmal die Kapitänsmütze, die kostet mich dann... Kapitänsmütze, die hat man ja noch nie, kommt mir sich bekannt vor. Das sind 4 Wasser und 5 Algen. Genau. Mein Gott, hast du viele Algen. Wo hast du die ganzen Algen her? Muss ja nichts bezahlen. Stimmt, du hast ja... Naira. Und dann darf ich ja meinen Sammler bewegen und das heißt, ich gehe einmal dahin, zack, und kriege den Ertrag auch sofort. So, ich möchte ganz gerne jetzt hier in die Steuerzentrale rein. Hier muss ich keine Alge bezahlen, alles gut. Ich möchte meine Erntemaschine ganz gerne einen nach oben verschieben, muss natürlich erstmal die Kosten bezahlen. Entweder 2 Blitze oder 10 Wasser. Und ich werde hierfür 2 Energie bezahlen für die Aktion. Und damit bin ich dann auch schon wieder fertig. Alles klar, ich nehme die 1, gehe da hinten in die Akademie rein. Haha, da wollte ich auch rein. Ehrlich? Du solltest dich was schämen. Das ist ein bisschen blöd, ich hatte das eigentlich anders geplant. Ich habe mich ich habe nur noch 4 Wasser und ich wollte eigentlich den unteren mit 10 machen, weil ich muss dafür 5 weniger bezahlen. Sei es drum, das heißt 4 muss ich abgeben, 5er Rabatt habe ich, muss ich gar nichts bezahlen. Und ich habe jetzt die schicke Kapitänsmütze eben gerade gebaut, deshalb kriege ich 2 Würfel. Okay, da Christian mir jetzt die Aktion geklaut hat, ich wollte nämlich auch da rein, hatte genau das gleiche vor. Ich habe hier genau das gleiche Schiff. Aber ihr habt es an der zweiten Stelle hier da drin. Ja, toll. Von daher gehe ich jetzt mit meinem Würfel in die Kantine. Jetzt wäre es auch so, dass alle weiter rechts liegenden Würfel auch in die Kantine wandern würden und ich bekomme jetzt dann einmal 2 Wasser als Ertrag. Super. Ich gehe mit meiner 4 einmal ins Hauptquartier und nehme 2 neue Gegenstandskarten. Okay. Gut, dann sind wir mit der Aktionsphase schon mal durch. Dann kommt jetzt wieder die Erntephase. Ich muss gleich wieder daran denken, dass ich mein Schiff am Ende noch wieder versetzen darf. Ich bekomme hier einmal für den Planeten 5 Energie und 3 Wasser. Und du, was bekommst du? Ich kriege 5 Energie und 2 Algen. Bitteschön. So, dann produziert hier meine Farm. Also hier unten habe ich keine Würfel drauf, deswegen produzieren die nichts. Aber die hier produziert nochmal 2 Algen. Ja. Und ich kriege 3 Wasser. 3 Wasser. Gut, dann... Die Ruhephase, dann kommen wieder alle Würfel zurück, die wir zurückbekommen können. Dann darf ich jetzt, habe ich ja gerade gesagt, ich darf meine Maschine noch einmal verschieben. Du bekommst auch, kriegst du nur einen Würfel zurück? Ja. Anni, du hast ja noch Würfel gerade eben bekommen, ne? Und ich gehe mal hier oben in die Ecke und nehme mir mal diesen einen Edelstein noch mit. Und dann kann ich auch meinen Sichtschirm vorsetzen. Du bekommst das Startspielerplättchen. Ein neues Ereignis kommt. Ach, wieder was Grünes. Neue Kräfte heißt das Teil. Das Einsetzen von Würfeln in der Akademie gibt einen zusätzlichen Würfel. Oh, auch nicht schlecht. Gut, dann würfeln wir wieder. Genau, jetzt sind wir mit Würfeln hier. Gut, dann geht's wieder los. Dann fange ich mal mit meinem Hauptquartierwürfel. Der kommt da in die Mitte. Da kommt er hin. Genau. Das heißt, ich muss 8 Stück abgeben. Ich kann es von hier aus nicht sehen. Ja. Das sind dann 2,
7, 8, Energie. Dann kriege ich hier den Fortschrittsmarker mit der 4 entsprechend. Den packen wir bitte einmal auf die Gießerei. Mhm. Das heißt, ich kann mir hier ein beliebiges von den Schiffchen nehmen. Ich nehme mir dieses, packe es dahin. Dann habe ich als Bonus bei diesem Clan, dass ich beliebig viele Gegenstandskarten abgeben kann. Und dann kriege ich genauso viele plus einen zurück. Und das tun wir auch. Ich gebe 3 Stück weg. Komme eigentlich auf den offenen Ablagestapel, aber ist doch wurscht. Und kriege dementsprechend dann 4 neue Karten. 1, 2, 3, 4. Bitteschön. Wunderbar, dankeschön. Ja, so in der Art habe ich mir das vorgestellt. Gut, dann bin. Ach nee, du hast ja erst deinen Hauptquartierwürfel gemacht. Du bist ja nochmal dran. Du bist der Startspieler. Ich bin ja noch richtig, gar nicht dran. Genau. So, nächste Aktion. Ich nehme die 3. Ich gehe da rein. Muss 6 bezahlen. 2. Kann auch diese 3er-Geschichte nehmen. Das heißt, auch den Bono nehme ich. Und ich nehme mir da den Edelstein. Okay. Ein Edelstein. Dankeschön. Und dann habe ich noch die Boni-Geschichte und das. Das heißt, Christian könnte jetzt hier ohne Würfel bis zu 3-mal am Markt tauschen. Genau, und ich tausche einmal und zwar ich tausche auf dieser Seite. Das heißt, ein Edelstein in 4 Algen. Danke. So, dann bin ich dran. Ich werde hier meinen ersten Würfel ein hochdrehen. Das darf ich hier ja mit einem aufgewerteten Schiff. Ich gehe in den Markt, setze da einen Würfel ein und ich möchte jetzt insgesamt 6-mal tauschen. Das kann ich auch. Und zwar tausche ich insgesamt 6 mal 3 Wasser in jeweils 2 Algen. Das heißt, ich muss insgesamt 18 Wasser abgeben. Und dann bekomme ich, was habe ich gesagt? 18, 12 Algen. Was hast du mit den ganzen Rohstoffen vor? Es gibt am Spielende gibt es nur für Edelsteine. Ja, nur für die Roten, ne? Ich weiß. Das bringt überhaupt nichts. Das bringt nichts, Mist. Nee. Hättest du mir das mal vorher gesagt? Hätte ich dann anders disponiert. In die Akademie. Mhm. Ich zahle nichts, habe hier wieder hier mein Flugzeug, das heißt, ich muss gar nichts bezahlen. Das heißt, ich kriege einen Würfel, aufgrund des aktuellen Ereignisses kriege ich 2 Würfel und aufgrund meiner Kapitänsmütze kriege ich 3 Würfel. Ja, das stimmt. Das ist dann wohl so. Toll, damit hast du mir schon wieder das geklaut. Ach, wolltest du auch dahin? Ja, natürlich wollte ich auch dahin. Ich muss ja irgendwie wieder. Das ist schlecht, dass der immer hinter meinem ist. Da bin ich ja immer vor dir. Richtig, so sieht's aus. Das ist besonders schlecht. Sehr, sehr schlecht ist das. Ich werde jetzt mit meinem Dreierwürfel. Keine Algenkosten wegen dem Schiff. Gehe ich auch ins Lager. Ich baue eine Karte und zwar baue ich den Jairek-Bohrer, oder wie auch immer sie sich aussprechen. Der kostet mich 2 Energie. Hoppala. Und 6 Algen. So, und dann bekomme ich als Belohnung, hier weil ich in der Reihe eingesetzt habe, einen Würfel. Und die hat jetzt hier als Vorteil, immer wenn ich hier im Bergarbeiterlager einen Würfel einsetze, muss ich grundsätzlich 5 Wasser weniger zahlen. Das mache ich auch mal. Ich gehe mit der 5 ins Lager, aber in die obere Reihe bitte. Mhm. Und ich hole mir einmal die sogenannte Wasserspule. Die kostet mich 5 Wasser und 2 Algen. Und dann kann ich auch meinen Sammler bewegen und ich bewege den dahin. So, dann setze ich meinen letzten Würfel, den ich eigentlich ganz gerne hier einsetzen wollte, wie beim letzten Mal. Muss ich erstmal 2 Algen bezahlen. Und dann setze ich den hier ein und da kostet mich das jetzt entweder 2 Energie oder 10 Wasser. Ich hätte hier sogar das Sparschiff, wo ich 5 Wasser sparen könnte. So viel Wasser habe ich aber nicht mehr, von daher muss ich 2 Energie bezahlen. Und dann nehme ich mir hier die nächste Aufwertung und die muss ich hier entsprechend bündig anlegen. Okay, dann haben wir ja schon wieder Ende Aktionsphase. Dann kommt jetzt ja als nächstes die Erntephase. Ich bekomme hier oben einmal 6 Energie. Und du bekommst 4 Energie? 4 Energie, 4 Algen und 3 Wasser. Okay, das sind deine. Und ich bekomme hier noch einmal 2 Algen wegen meiner Farm, die immer fleißig arbeitet. So, dann sind wir wieder am Ende der Erntephase. Ich darf hier aufgrund meiner Charakterkarte, darf ich mein Schiff nochmal. Und ich mache jetzt mal hier, ich springe mal von da. Da springe ich raus und komme, oh Wunder, hier auf der anderen Seite wieder rein. Die Welt ist eine Kugel. Auch dieser Planet ist eine Kugel. Genau, richtig. Und da bin ich dann wieder drin. Okay, dann wieder Würfel einsammeln. Startspielerwechsel. Das sind meinen einen Würfel einmal. Deinen einen Würfel. Dankeschön. Neues Ereignis wird aufgedeckt. Oh, wieder das Frühjahrsputz. Das klingt doch schon mal sehr interessant. Das Labor fordert nur einen Würfel und alle Gießereikosten dürfen ignoriert werden. Das heißt also, wenn man sich hier ein Raumschiff holt, kostet es nichts. Und beim Labor muss man nur einen Würfel einsetzen. Na, das ist nett. Mal was. Gut. Dann wird wieder gewürfelt. Gut, ich bin Startspieler. Im Hauptquartier ist nichts.
Von daher, ich nehme diesen Würfel hier, den werde ich auch nicht aufwerten. Ich setze ihn hier rein. Okay. Ich brauche ja nur einen Würfel reinzusetzen. Ich darf jetzt entweder 3 Algen oder 10 Wasser bezahlen. Ich bezahle 3 Algen und nehme mir dieses Ernteplättchen. Ich nehme das, packe es hier in die Gießerei. Das kostet mich dann nichts. Das ist ja das aktuelle Ereignis, das wir haben. Das heißt, ich kann mir hier ein neues Raumschiff holen. So, ich habe hier den nächsten Würfel. Der kostet jetzt ja wieder keine Algen, weil das Raumschiff das praktisch ausschließt. Und ich setze den hier ein, jetzt endlich mal in die Akademie. Und ich zahle jetzt mal 6 Algen. Jetzt habe ich mal nicht auf das Wasserschiff gewartet. Nicht, dass du mir das da wieder klaust, die Position. Und dann bekomme ich für 6 Algen 2 neue Würfel. Ich mache dir das wieder nach. Ich gehe mit der 1 da rein. Das war doch klar. Das wusste ich doch. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Und es ist echt schlecht, dass ich das Schiff hinter dir habe. Ja, definitiv. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht vielleicht sogar 5 bezahle für 2. Nee, ich nehme den einen für umsonst. Ich bin da billig. Da stehe ich also drauf. Umsonst, weil Christian dieses Schiff mit dem 5 Wasserssparkosten quasi hat. So, dann habe ich hier noch meinen letzten Würfel. Dafür muss ich aber erstmal 2 Algen bezahlen, dass ich die noch einsetzen darf. Ja, Punktlandung. Der kommt hier rein. Muss ich einmal 3 Edelsteine abgeben. So, jetzt würde eigentlich ein Fortschritt eintreten, tritt aber nicht ein, weil der Würfel mit der 3 schon weg ist. Es tritt aber ein Rückschritt ein, all die Wahl, die wir jetzt hier insgesamt in Summe 10 haben. Und ich kann mir jetzt hier praktisch den Rückschrittsmarker nehmen. Ich nehme mal den mit der 10. So, ich gehe mal hier drauf. Ich erleide praktisch einen Rückschritt in Form dessen, dass ich meine Erntemaschine wieder näher zum Planeteninneren setzen muss oder zum Zentrum des Planeten. Und dann habe ich hier noch die Clan-Fähigkeit. Ich kann mir heimlich 2 beliebige Edelsteinlager anschauen. Das mache ich mal. Ich gucke mal die beiden hier unten an. Aha, okay. Und dann habe ich noch, soll ich die mal wieder reindrücken da, habe ich noch hier die Wasserkartuschen. Da bekomme ich immer 5 Wasser, wenn ich hier einen Würfel eingesetzt habe auf dem Verhandlungstableau. Und die nehme ich mir jetzt nochmal. Ich setze meine 1 in das Headquarter bitte einmal und hätte gerne 2 von den Gegenstandskarten. Mhm. Als letztes nehme ich einmal die Geschichte hier. Aus der 4 mache ich eine 5, das kann ich aufgrund des Raumschiffes. Den packen wir nur kurz 2, 4, 6. Bitte einmal nach oben auf den mittleren, genau. Das heißt, ich muss also einmal hier 4 abgeben. Zack. Dann nehme ich den Fortschrittsmarker, das ist die 5. Kann ja nur noch da drauf. Das heißt, ich kriege nochmal 2 Karten. Und jetzt nutze ich die Clan-Fähigkeit erstmal. Das heißt, ich kann beliebig viele abgeben und kriege dann die gleichen und ein bisschen mehr noch zurück. So, die eine will ich behalten und ich gebe mal 8 ab und kriege 9 wieder. Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, und jetzt ist es halt eben so, dann kommt diese Malus-Geschichte. Das sind ja insgesamt 9, das heißt, ich löse die 8 aus, mache den allerersten, das heißt, ich muss 2 Gegenstandskarten zurückgeben. Ich gebe die 2 Karten ab, habe jetzt nämlich noch 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 darf ich ja auch haben, von da ist alles in Ordnung. Gut, dann kommen wir jetzt wieder zur Erntephase. Ich bekomme 6 Wasser und 4 Algen. Und dann mache ich hier gleich nochmal weiter. Von meinem Spielertableau bekomme ich nochmal 2 Algen. Und Christian bekommt einmal 4, 4, 3. Okay, einmal nochmal deine Rohstoffe. So, dann haben wir ja die Erntephase auch schon zu Ende. Das heißt, ich darf ja hier nochmal mit meiner Charakterfähigkeit meine Erntemaschine bewegen. Das mache ich auch. Ich fahre mal hier hin. Dann gibt es ein letztes Mal Startspielerwechsel. Genau. Dann gibt es das letzte Ereignis. Das ist aber kein sogenanntes richtiges Ereignis mehr. Ja, da steht dann einfach nur drauf, dass halt eben diese Edelsteinlager umgedreht werden, damit jeder weiß, wie viele Punkte es denn da so gibt. Genau. Sofern man noch nicht vorher drunter geguckt hat und das vielleicht vorher schon wusste, weiß man es spätestens jetzt. Aber viel Bewegungsmöglichkeit hat man ja nicht. Von daher, man ist dann wieder in der Nähe von einem Edelsteinlager oder man ist es nicht. So, dann sammeln wir nochmal wieder unsere Würfel ein, die wir noch wieder nehmen dürfen. Und dann wird gewürfelt. Dann haben wir schon die letzte Runde zu packen. Starten wir die letzte Runde. Genau. Ich hätte einmal gerne meinen Headquarter. Ach ja, oh Gott, den hast du ja auch. Den drehen wir einfach locker auf die 6 und gehen einmal hier rein. Aha.
Das heißt, x ist in 6, 6 minus 6 ist 0, muss ich nicht bezahlen und kriege einen Gegenstein. Okay. Dankeschön, Dankeschön. Und du Dankeschön. Bist immer noch dran. Und ich bin dran, ich mache hier eine 6 draus. Ich gehe mit der 6 oben auf das Lager, oberste Reihe bitte einmal. Mhm. Ich baue mir das Archiv. Dafür muss ich bezahlen einen Edelstein, 7 Wasser und 4 Energie. Und dann darf ich ja meinen Sammler bewegen, den bewege ich dann einmal dorthin. So, jetzt bist du ja endlich fertig, ne? Ja. Hey, das waren nur 2 Züge. So, den Würfel dürfte ich noch um einen reduzieren, möchte ich aber nicht. Ich gehe hier rein, ich kann bis zu 6 Mal tauschen. Ich tausche jetzt 3 Wasser und nochmal 3 Wasser und nochmal 3 Wasser. Das heißt insgesamt 3 Mal, also 3 Mal 3 Wasser. Und die tausche ich jeweils in einen Blitz. Das heißt, ich bekomme 3 Energie. Okay, ich bin fertig. Hier mit einer 3 rein. Ich muss hier nur einen Blitz bezahlen und bewege mich dorthin. Ah, du näherst dich den 8 Punkten, oder? Das war der Plan. So, ich gehe jetzt mit meiner 1 hier rein. Ich zahle insgesamt 10 Energie. 10 Energie habe ich bezahlt. Algen muss ich hier nicht zahlen für den Würfel. So ein gleicher Würfel ist hier nicht drin, aber das sind jetzt zusammen 10. Oh, der Malus ist aber leider schon weg. Ja, das Glück gehabt. Kann ich gar nicht mehr erfüllen, den Rückschritt. Die Clan-Funktion kann ich nicht mehr, Fortschritt kann ich auch nicht mehr machen. Das ist ja alles dicht hier. Das heißt, ich kann jetzt X-Gegenstandkarten abgeben. Ich kann also eine abgeben und bekomme 2 neue. Immerhin schon mal etwas, genau. Und das war dann mein Zug. Ich gehe hier rein. Ich muss nur einen Blitz bezahlen, weil ich immer noch die Kraftstoffedle habe. Ich gehe hier hin. Und hast die 8 Punkte am Spielende. Ja. So, ich gehe hier mit meinem 4er-Würfel rein. Erstaunlich, ich kann mein 5er-Schiff, also wo ich 5 Wasser weniger zahlen muss, endlich mal nutzen. Plus, ich habe hier noch den Jarik, wie auch immer heißt, Jarik Bohrer. Da muss ich nochmal 5 Wasser weniger zahlen, wenn ich hier im Bergarbeiterlager einsetze. Das heißt, ich müsste hier eigentlich 16 Wasser bezahlen. Davon geht ja schon mal der Würfelwert ab. Das sind 4, das wären also noch 12 Wasser. Ich darf ja aber dann die 10 noch abziehen. Das heißt, ich muss nochmal 2 Wasser bezahlen. Und dafür darf ich mir jetzt nochmal 2 Edelsteine nehmen. Gut, ich bin durch, ich habe nichts mehr. Du hast nichts mehr, dann setze ich doch nochmal hier ein. Bei den Jairek mit der 6. Jetzt haben wir hier eine Zahl doppelt, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ich muss aber erstmal 2 Edelsteine abgeben, weil ich da eingesetzt habe. Fortschritte haben wir nicht. Clanfähigkeit, ich könnte mir jetzt noch heimlich kein Witz mehr angucken, ist hinfällig. Ich muss jetzt noch einen Rückschritt hinnehmen, weil 2 gleiche Zahlen da sind und auch insgesamt hier 16 Augen auf dem Blatt sind, das heißt, beziehungsweise hier auf dem Spielplan sind. Von daher hätte ich jetzt hier sogar 2 Rückschritte, ich muss aber nur einen nehmen. So, dann muss ich auch einen Rückschritt nehmen, den ich auch ausführen kann. Ich gehe mal hier rein und gebe mal einen Edelstein zurück in den Vorrat. Dann starten wir nochmal mit der letzten Erntephase. Ich kriege hier beim Sammler nichts. Michaela kriegt nochmal 6 Wasser und, was steht da? Ich kann es gar nicht lesen. 8 Algen. Okay, habe ich. Und dann über das Tableau kriegst du nochmal 2 Algen und ich kriege 3 Wasser. Okay, nochmal 3 Wasser für dich. Gut, da würde jetzt nochmal die Ruhephase kommen. Das heißt, wir würden nochmal unsere Würfel einmal zurücknehmen. Das ist jetzt eigentlich nur das, was wir jetzt hier machen. Ist nur noch, sage ich mal, um Gleichstände am Spielende aufzulösen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Gleichstand bei den Siegpunkten hätten, würde man jetzt durch die Würfel und auch durch die Rohstoffe noch Gleichstände auflösen. Gut, dann fangen wir mit der Schlusswertung mal an. Zunächst kommen die Würfel auf dem Verhandlungstableau. Da hat Christian einmal 8, plus 8 sind 16, plus 4 sind 20, plus 9 sind 29. Ich habe da einmal 11, plus 12 sind 23, plus 12 sind 35. Dann kommen die offenen Gegenstandskarten. Da habe ich einmal in Summe 8. Ich habe 13 und dann gibt es hier nochmal die Karte. Hier hat einen Effekt. Kann ich nochmal in die Kamera zeigen. Und zwar ist es so, ich kriege einen Siegpunkt je 2 Gegenstandskarten auf der Hand. Und ich habe hier insgesamt 7 Stück. Das heißt, ich kriege darüber nochmal 3 Siegpunkte. Dann kommt als nächstes Erntemaschine auf Edelsteinlager. Ich habe nichts. Christian bekommt 8 Punkte. Aufwertungen und Farmen kommen als nächstes. Ich habe hier einmal 1, plus 5 sind 6 Punkte, plus hier nochmal 3 Punkte sind 9, plus nochmal 4 sind insgesamt 13 Punkte. Ich habe hier 2, 4, 12 in der oberen Reihe und nochmal 5 in der unteren Reihe.
Und als letztes haben wir noch Edelsteine, sofern wir dann noch welche hätten. Das sind diese hier, hat keiner mehr von uns, ja. Von daher gibt es da keine Punkte. Genau, und damit endet das Spiel 56 für Michaela und 70 für mich. Hast du schon wieder gewonnen. Ja, so eine Schweinerei. Okay, wie uns das Spiel gefallen hat, haben wir euch schon in einem gesonderten Video erzählt, auch die Spielanleitung. Von daher sagen wir an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder uns einen Daumen hoch gebt. Und ansonsten wünschen wir euch wieder ganz viel Spaß bei dem, was ihr gerade spielt oder vielleicht als nächstes spielen wollt. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.